So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir zusammen was über Youtheme zu hören und zu erarbeiten. Letztes Mal, ich habe schon eben, der Ufuk war letztes Mal auch schon mal dabei, wo ich mal einen Vortrag gehalten habe, wie funktioniert Youtheme eigentlich? Und der hat mir natürlich alles zerbombt, weil er eigentlich viel mehr wusste wie ich. Deswegen war die Idee, dann mache ich halt einfach einen Workshop, da kann der Ufuk genau selber erzählen, aber der Workshop ist halt von mir und ich komme. Und das war die Idee. Aber umso besser und schöner, dass heute auch viele von Youtheme selbst, die aus Hamburg angereist sind, schön, dass ihr da seid und euch anhört, was eure Kunden eigentlich für Probleme haben. Und vielen Dank nochmal, dass ihr die Updates die Woche nochmal rausgeschossen habt, dass ich dann nochmal gerade den ganzen Vortrag neu machen konnte. Und viel Spaß hatte ich dann auch an der 302. Aber ihr wolltet doch zu der 302 noch was sagen. Könnt ihr direkt am Anfang machen, bevor es losgeht? Am besten kommt es nach vorne, ist einfach. Komm, gerade mal so als Einstieg zum Warming-up. Das ist aber eine lange klinische Geschichte. Ich weiß nicht, ob das. Also die 302, ne? Die war in der Tat nur. Wie viele Stunden? Jan, was würdest du sagen? 4 Stunden vielleicht da? Ja, 4 Stunden zu lang, genau. 4 Stunden zu lang. Das ist folgendermaßen gewesen. Die GraphQL-Library, die wir benutzen, die hatte einen Fehler drin mit PHP 8.2, falls das jemand schon mal ausprobiert hat. Und wir haben dafür einen Pull-Request bei dem Open-Source-Projekt gestellt. Und der da für die Releases zuständig ist, hat dann ein neues Release gemacht für diese GraphQL-Library und hat aber eine quasi Develop-Version veröffentlicht, die gar nicht zu veröffentlichen war. Und das war die 14.11.7. Und die war exakt für auch ein paar Stunden online, bis er das korrigiert hat und die 14.11.8 veröffentlicht hat. Und in dieser Zwischenzeit haben wir unser Release gemacht, die sich dann diese Version aus Versehen im Prinzip genommen hat. Und das Release hat quasi unser Release kaputt gemacht. Hätten wir ein paar Stunden später released, hätten wir das so richtig gar nicht mitbekommen. Aber da haben sich dann total viele bei ihm auch gemeldet, was weiß ich, Magento-Leute und alle, die das ja benutzen. Genau, und daher rührte das. Also, Also schön hätte ich jetzt gar nicht sagen können. ja. Danke, dass du zumindest Das ist die Verbindung, ein bisschen kompliziert. Ja, aber vielen Dank. Und ich denke, ja, genau, könnt ihr ruhig mal applaudieren. Ich meine, ich finde das schon mal toll, dass jemand sich hier hinstellt. Und das dann auch nochmal erklärt, weil ich glaube, wenn ich es erklärt hätte, wäre jetzt anders da ausgesehen. Ja, also wie gesagt, vielen Dank und toll, dass ihr da seid. Und auch, ich habe euch extra vorher gefragt, dürfen wir Sie auch direkt fragen? Ja, dürft ihr, aber sollte jetzt nicht, also wenn es wirklich in so Dialoge geht, dann könnt ihr das auch später machen. Die sind ja noch länger da. Frage: Wer nutzt denn von euch eigentlich jetzt schon Youtheme? Okay. Ich noch viel lernen für euch. Wer will denn Youtheme nutzen? Eventuell, je nachdem, wie es ausgeht. Okay. gut, jetzt mal zu mir. Also, ich arbeite mit Youtheme schon seit 2011. Habe also noch die erste Version, die war echt grottig. also, gegenüber jetzt, was man heute hat, wenn man sich überlegt, was es heute halt für tolle Möglichkeiten gibt und wie schön und einfach das ist. Da bei der ersten Version zu finden, wo man jetzt welche Einstellungen, da nimmt man irgendwas und dann müsste es mit diesen Modulen über. Deswegen, und warum wir den Workshop machen, habe ich ja eben schon erklärt, einmal den Ufuk, aber natürlich insbesondere deswegen, weil ich denke, wir wollen einfach mal uns austauschen. Ja? Weil ja, viele von euch arbeiten mit Ufuk, ich mache es halt auch. Ich habe es eben im Workshop vorher schon erklärt, ich mache das als Teilzeitagentur, ich mache das nebenberuflich und habe aber trotzdem viel schon gemacht und mache auch viele Seiten und mache eigentlich nur viele Seiten und denke, das ist ein tolles Tool. Möchte aber auch noch mal kurz darauf hinweisen, bis jetzt bin ich noch kein Mitarbeiter von Nutrium und werde auch nicht gesponsert. Ich mache das deswegen, weil ich davon überzeugt bin. Und weil ich auch schon mal bei einem Junior Day eine Kundin hatte, die auch gezeigt hat, dass sie als Kundin auch mit Youtheme arbeiten kann, wie sie das gemacht hat, weil sie einfach begeistert war. Ja? Gibt es auch. Von daher,
einfach die Idee zu diesem Workshop. Deswegen möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam den Workshop hier, wir haben noch genug Zeit, meistern. Und das war einfach, wenn ihr Fragen habt, dass wir die dann auch hier, vielleicht mache ich die auch ein bisschen aufschreiben, einfach gucken. Vielleicht gibt es ja sogar schon eine Lösung oder irgendeiner hat einen Workaround gemacht oder es gibt demnächst eine neue Lösung dafür, das ist so die Idee. Grundsätzliche Frage ist ja auch, warum soll ich überhaupt ein Template benutzen von einer externen Firma? Es gibt ja eins. Ne? Das ist so ein Thema, was immer schon ewig in der Community herumgeistert und ich weiß, dass ich mich ganz tief in die Nässe gesetzt habe, als ich dem David Jardin mal gesagt habe, dass ich mit Artisty arbeite. Der eine oder andere kennt noch vielleicht Artisty. Ja, da war ich ja schon mal gerade durch. Und dann kam ich halt als nächstes und habe gesagt, ja, ich bin jetzt weg von Artisty, ich mache jetzt mit Newton. Und da hat er gemeint, naja gut, also das ist jetzt auch nicht besser. Mittlerweile weiß ich aber, glaube ich, dass er auch mit Newton arbeitet. Von daher finde ich das spannend, welcher Werbegang das war. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es für mich das Tool gibt, weil ich bin kein Informatiker, ich bin kein Techniker und ich kann einfach keinen Code schreiben. Von daher ist es super, ich kann damit arbeiten. CSS kriege ich vielleicht noch manchmal hin und die Möglichkeit hat mir auch, das da zu machen. Ich habe mal einfach so ein paar Sachen aufgeschrieben. Das wäre schon der erste Teil, das, wo ihr mich ergänzen könnt. Was ist denn der Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel das Flinder-Template nehme? Es ist kostenlos. Es ist halt auf der geringen Code, wobei ich glaube, dass da hat YouTube auch schon viel gemacht. Es ist sehr einfach gehalten, mit den Overrides und so weiter. Ihr könnt es selbst lesen. Es gibt viele Sachen, die da hinsprechen und ich bin auch in der User Group in Koblenz und da gibt es halt auch einige dabei. Das sind so halt die Hardcore-Leute, die halt sagen, mir kommt nichts Externes großartig auf meine Junior-Seite. Von daher nehmen wir halt Kassel Bayer und dann ist halt gut. Okay. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Newton und ich weiß, dass man als jemand, der eher so visuell arbeitet und das dann gucken kann, wenn ich da was mache, was passiert denn dann, ich sitze wirklich auf der rechten Seite dann aus von Newton. Deswegen finde ich das eine ideale Lösung für mich als Nicht-ITler. Und was halt auch schön ist, sind die Layouts. Ja, ich hatte auch, wo es dann darum ging, was man für Vorträge hier einreichen könnte, hatte ich halt auch gebeten, dass vielleicht irgendeiner einen Vortrag auch machen könnte. Was ist denn momentan eigentlich aktuell? Was sind denn für Spiele? Ja? Ihr seht selbst, das Alter von Joomla zeigt immer auch das Alter der Entwickler. Ja? Je älter Joomla wird, desto älter werden die Entwickler, aber es kommt nicht mehr nach, außer jetzt den jungen Leuten von Newton selbst. Und ein paar Ausnahmen. Das ist halt das, wo ich sage, wir müssen ja auch alle gucken, dass wir mit der Zeit gehen. Und das war halt da auch mal immer uns gerade bei so einem Austausch von hier die Möglichkeit geben, zu gucken, was ist denn eigentlich der Trend. Und das finde ich gut. Der Lukas, der macht auch noch einen Vortrag darüber. Und dass wir auch hier die Möglichkeit haben, dass Newton wirklich ein schönes Layout liefert. Und jetzt gerade bei der neuen Version mit diesem Menü ist halt auch nochmal etwas Trendiges, was denke ich mir auch immer der eine oder andere nutzen. Diese Drag-and-Drop-Geschichten finde ich halt cool. Was natürlich auch sehr schön ist, ist diese Exportgeschichte, dass man auch bestimmte Sachen von einer Seite auf eine andere Seite übertragen kann, wenn man schon mal das halt ein tolles Kontaktmenü gebaut hat. Und dann kann man das halt einfach übertragen auf eine andere Seite. Und halt die Möglichkeit mittlerweile, dass es halt auch durch die Drittanbieter nochmal die Möglichkeiten gibt, das zu erweitern. Es ist eine Philosophie. Ob du mit Extensions arbeiten willst oder nicht, ich mache es, weil ich ja nicht mehr entwickelt. Von daher finde ich also die Möglichkeit ganz gut. Euer Bein, was ist denn eure Meinung jetzt? Also wo seht ihr die Vorteile zum Beispiel von Newton jetzt in der Überklasse oder umgekehrt? Wahrscheinlich ist es jetzt schwierig, weil die meisten von euch in Newton arbeiten. Aber wo seht ihr denn noch, was ich jetzt nämlich hier quasi aufgeschrieben habe? Insbesondere der Content Builder, der ist das, was ich gesagt habe, dass du dieses Visuelle dann hast. Ich werde es auch gleich mal zeigen, aber was ist eure Meinung? Der Augenscheinlichste ist, dass man als jemand, der wenig Ahnung hat, und das im Hintergrund ist, mit diesem Programm machen kann, die man als, also die man niemals hinkommen würde, als einfacher Bisschen. Also wer nicht programmieren kann, wer nicht CSS kann, wer nicht irgendwie Ahnung von HTML hat, der kommt niemals vorbei. Niemals. Ja, finde ich auch so. Also das ist so ein riesiger Unterschied, da brauchst du gar nicht weiterfahren. Das ist schon mal erledigt. Ich will da mit Daten auf jeden Fall auch machen. Da kann man tolle Sachen machen, ohne eben auch irgendwie Programmierung oder irgendwas
Möglichkeiten mit Plugins, das du erweitern kannst? Und auch diese Drittart-Plugins meinst du, oder welche? Genau, also jede unserer Kinder-Komponenten ist ein Plugin, dann kannst du das als Datenstelle nutzen. Genau. Ja. Zuländer, meinst du Zuländer jetzt zum Beispiel oder so? Ja. Und Zuländer, diese, oder welche hast du jetzt gemeint? Unsere. Ach, eure. Entschuldigung, natürlich eure. Entschuldigung. Aber auch dazu, das ist jetzt nicht so abgehoben, wie ihr das sagt, weil es ist relativ einfach. Wir haben Beispiel-Plugins, das wird hier runter, ein bisschen rumhängen. Wer wenig PHP kann, also 6 Monate PHP-Erfahrung hat, kann das schon damit Dinge umsetzen. Das geht echt schnell. Okay. Das ist sehr einfach. Gut. Für die, die sich eben gemeldet haben, die noch nicht mit so viel Arbeiten versuchen, wäre jetzt mal das hinzubekommen, dass sie auch bis worüber reden werden. Das ist jetzt mal, das habe ich mal so probiert, das ist sogar schon ein paar Jährchen her. Das ist der Vorteil von Nutrien, was sie selbst schreiben. Es ist aber auch so, ja, das sind einfach viele Möglichkeiten, halt diese verschiedenen Stellschrauben. Du kannst überall was drehen. Ja. Und ich sage mal, wie gesagt, wir verdienen das Geld, dass wir wissen, wo dran drehst du. Ja. Es ist ja nicht das Problem, dass irgendeiner einen Text schreibt, sondern es ist ja das Problem, wie machst du es eigentlich hübsch? Ja. Wie sieht es nachher wirklich so toll aus? Und das ist so die Idee, dass man hingeht und sagt, an der Stelle musst du drehen, an der Stelle musst du drehen, und deswegen dafür braucht man halt so Leute, die dann das auch machen. Und ja, ich habe jetzt mal so ein paar Vorteile extra aufgeschrieben. Ich glaube, da haben wir einiges jetzt schon genannt. Eigentlich ist schon alles, ich habe mir hier den Namen gekonnt, dass ich wieder reinkommt. Also daher, ich habe noch jemanden eine Ergänzung. Habe ich irgendwie, was ist denn für eine Profis? Habe ich irgendwas noch nicht gesagt? Oder sind hier noch irgendwelche Vorteile, die ich quasi nicht genannt habe? Maybe it was mentioned, but my German is very limited. Yeah, but okay. It's a big thing to me that it's Nutrien Pro contains all the templates. It's not like the January template with a lot of template provider. Okay, you choose for January templates, and if you need the slider of the March template, well, no, it's another template here. You can really switch or pick any element of any, and that's not obvious. Maybe when you discover Nutrien, you go to the website, you don't get this ID immediately. But it's genau. A really strong point. With more flexibility. Genau. Vielleicht nochmal zur Ergänzung. Komm, das hin. Da geht es darum, dass man halt die Möglichkeit hat, dass du genau das nutzt, was halt der Vorteil von Joomla in dieser Kombination Nutrien ist, dass du jederzeit einfach sagen kannst, manchmal komplett ein anderes Layout. Du kannst zum einen mal diese ganzen vorhandenen und immer wieder erweiterbaren Templates aussuchen bei den verschiedenen Styles, für die, die jetzt neu anfangen, das zeigen wir nachher. Und zum anderen kannst du ja nochmal dir auch Beispiele geben lassen. Wenn du für eine bestimmte Section oder sowas ein Beispiel brauchst, dann hast du da auch nochmal so eine Library, wo du dann auch nochmal das nutzen kannst. Ich denke, das ist das, was du gemeint hast. Yes? I hope so. du hast was? Wolltest du melden? Die Möglichkeit, uns immer 3.4 zu wenden. Das heißt, es klingt viel einfacher, weil das Template nicht anpassen muss. Das heißt, die 3.5 wird wahrscheinlich auch ein neues Template geben. Ja. Und wir haben, keine Ahnung, eine mittlere oder dreistellige Anzahl an Migrationen jetzt von 3.4 hinter uns. Und das ist in diesem halt einfach nur ein Knopfdruck. Weil es halt auch in 4 läuft. Und wenn man links schaut, wahrscheinlich auch in 5 laufen wird. Und in 6 und in 7. Ja. Genau. Das wirst du mit einem Standard-Core-Template nicht so einfach haben. Das heißt, wenn du jetzt schon den Fall, wenn du eine Migration hast, musst du erstmal sicherstellen, dass dein Fokus da überhaupt noch installiert ist. Dann kommst du nach der 4. Voraussetzung. Genau. Also, genau. Dazu ergänzend aber ein Nachteil, wenn ich darf. Also, gerade für Agenturen, die ganz, ganz viele Seiten haben, das war jetzt in der Vergangenheit so von 1 auf 2 und so weiter. Wenn man eigene Elemente mit 1 gebaut hat und danach geupdatet hat, dann hatte man echt riesige Probleme. Nutrien selber auch irgendwie mitzuziehen. Da muss man die Elemente teilweise neu schreiben. Also es ist hier, ja, kann eine lange Geschichte davon erzählen, wie wir da rumgeackert haben. Mhm. Also es war auch nicht immer semantische Versionierung, sagt euch bestimmt was. Also da wurden tatsächlich innerhalb von Nutrien manchmal Rückwärtskompatibilität nicht so beachtet. Mhm. Das habe ich erlebt. Aber inzwischen, glaube ich, seit 2.5 läuft das, ne? Also besser. Ja, besser. Aber ich meine, als Agentur muss man das tatsächlich berücksichtigen, weil ich habe schon oft geflucht, wenn man da 30 Seiten hat, die dann auf einmal verkackt sind. Und dann manchmal waren es kleine Sachen, muss ich sagen, dann war ein Background verschoben oder die Seite ist ins Unendliche gescrollt und so, kennt ihr ja alles, ne?
Und dann gab es noch die eigenen Elemente. Also wer früh mit Elementen angefangen hat, der hat die jetzt bisher schon 3-4 Mal so geschrieben, glaube ich, und angepasst. Das hat ein bisschen genervt. Aber deswegen, ehrlich gesagt, extra diese Beta-Phase eigentlich. Also wir hatten ja diesen Punkt jetzt als Beta-Variante. Und jetzt von 3.0 war die, glaube ich, auch 2 Monate. Monate war die online, bevor wir es jetzt released haben. Dass man halt, das ist ja wie bei Dima. Niemand möchte die Erzähltesten. Alle sagen jetzt nur. Ich meine sogar innerhalb der Zweierreihe zum Beispiel. Oder innerhalb der Einerreihe. Ja. Das war damals. Jetzt ist es hoffentlich besser. Ich wollte sagen, dass deswegen ist rein. Aber trotzdem, ich sitze hier und ich bin total überzeugt. Also die Arbeit habe ich gerne auf mich genommen, hat mich genervt und trotzdem nutze ich das tun. Es ist immer noch geil. Ne? Aber das darf man dazu sagen, wenn man damit neu einsteigen will. Es war wirklich schwierig, oder es ist immer noch schwierig, wenn du früher dann halt mit Widget-Bits noch gearbeitet hast. Schade, dass es da keine Möglichkeit gab, die zu implementieren. Du musst es halt das alles neu schreiben. Das war also sehr schade, fand ich jetzt. Aber es ist wahrscheinlich technisch möglich. Jetzt gehe ich einfach mal aus. In meiner Identität gehe ich einfach mal aus. Oder kein Bock. Ja. So, da kommen wir zu dem Teil, wo ich sage, da will ich auch mal was lernen. Es gibt ja viele Möglichkeiten und es gibt so ein paar Sachen, wo ich jetzt hoffe, dass ihr mir mal sagt, es gibt natürlich so Hardcore-Nutzer, es gibt halt Leute, die neu anfangen, da will ich halt auch noch was zeigen, aber ich will jetzt am Anfang mal ein bisschen sammeln. Gibt es da noch, ich sag mal so, Teilzeit-User wie ich, die vielleicht auch Probleme haben oder Fragen haben, die ganze Zeit schon mal irgendwie so ein Workaround machen, aber eigentlich eine gewisse Frage haben, die man vielleicht einfach jetzt beantworten kann. Vielleicht gibt es die nämlich schon wirklich, die Lösung in Ruby und ihr wusstet das noch nicht. Deswegen wäre es schön, wenn ihr jetzt mal frei weg sagt, was denn ihr für oder immer schon gerne mal wissen wolltet, was wir eventuell in dem Workshop jetzt erarbeiten können. Habt ihr da ganz konkret von irgendeiner Seite, wo ihr sagt, das müsste ich mal gerne wissen? Habt ihr nicht? Ah. Ich würde gerne wissen, ob man Bildermodule auch im Frontend bearbeiten kann. Weil ich lasse eigentlich meine Kunden in der Regel ihre Änderungen nur im Frontend machen. Ich lasse nicht im Backend und da fehlt mir manchmal dann dieser Zugang zu den Bildermodulen. In dem Zusammenhang Bildermodule verstehen. Also meinst du, wir bearbeiten Frontend, die Bilder? Nein, der Page-Bilder, nicht Bilder. Für den Artikel, dann, wenn du den Artikel editierst, dann geht der Customizer halt auch nur mit dem Backend, nur ohne die Layout-Action. Lass uns mal gerade sammeln, dann gucken wir gleich. Weil ich habe ja das mal gleich mal online gucken können. Hat noch jemand eine andere Sache, die einem aufgefallen ist? Oder die ihr mal gerne wissen möchte? Wir hatten das nur damals genutzt, als das noch mit Warp war. Und dann war das halt sehr mächtig und hat auch die Ladezeit sehr beeinflusst. Mich würde interessieren, wie das jetzt sich darstellt, was da für Techniken genutzt werden, um auch dann die Performance. Optimierte Ladezeit. Use Cases vielleicht. Also einmal ein Shop-System, was mit Using Code zum Beispiel komplett individuell erstellt wurde, mit Custom Fields und so weiter, mit J2Store, das könnte man machen. Bildergalerien mit J2Store erstellt, also nur mit Core und J2Store, sogar sehr optimiert, sogar mit Pagination und so weiter, was könnte man noch sagen. Man könnte das Override-System mal besprechen, weil letztendlich ist Using Pro ein riesiges Overriding-System. Und mit einer Erweiterung von Zoolanders ist es sogar für fast jede Erweiterung, externe Erweiterung, also angenommen, ihr habt eine Bildergalerie, Joom Gallery, und mit Zoolanders könnt ihr das quasi nachbauen in UC Pro, dann wird Joom Gallery gar nicht mehr benutzt, sondern UC Pro für die Ausgabe. Auch sowas würde damit gehen. Das sind so viele Use Cases. Habt ihr sowas im Kopf? Über sowas könnte man auch gerne reden. Also was kann man damit noch machen? Also ich finde auch zum Beispiel ein was war das? Ein Glossar zum Beispiel, man nur mit Core-Mitteln, ja, oder was noch? Ja. Vielleicht fällt mir ja der Weg noch viel mehr ein. Noch von den anderen Bildern? Okay.
Sache. Also ich betreue ein paar Schulwebsites und die sollten ja barrierefrei sein. Und wenn man YouTube benutzt, funktioniert der Barrierechecker in den normalen Beiträgen nicht. Ich habe auch den Support angeschrieben, habe auch Antwort bekommen, dass sie das auf dem Schirm haben. Also das wäre halt eine ganz wichtige Geschichte, dass das kommt, dass man den Barrierechecker normal in den Beiträgen das machen kann. Das weiß ich nicht, aber grundsätzlich funktioniert das schon. Also es gibt schon lange eine Klasse angegeben, hier CSS-Klasse, und das ist der Selector, den sucht im Frontend und dann darauf den Checker angesetzt. Da steht standardmäßig Main drin. Main muss ja das geht gar nicht ausgeben. Wir geben mit das RT im Main aus. Wenn man also den Backen OTM mit Main einschreibt, dann funktioniert der Checker. Dann findet er das Element und dann weiß er, wo er vermutlich mal gucken will, dann weiß er, wo er das Element zu gucken hat. Wir können, was er zu wir gucken gleich mal ins Gap. Wir gucken gleich mal ins Gap. Ich habe hier noch was. Ja? Eine, wie nennt man das, so eine Art mobilen Autoverzeichnis, auch mit ein bisschen Pro und einer kleinen Erweiterung, ging auch. Also Immobilien, Auto, whatever, oder ob man Pferdezucht hat mit Pferden, wo man Daten hat und danach filtern lassen will. Zum Beispiel, ich habe ein Pferd, das ist halt 5 Jahre alt und das ist was weiß ich was. Auch sowas ging es, geht damit. Okay. Gut, das ist ja schon viel. Das war ja. Wenn noch ein, wir können immer noch gucken, ob wir noch Zeit haben, noch was anfangen. So, jetzt kommen wir mal in die Sache, die mir am Herzen liegt. Das eine habe, und zwar. Warum gibt es bei euch nicht die Möglichkeit, dass ich die rechte Seite und die linke Seite parallel hochscrolle? Gibt es da einen Grund für, wenn ich da am Kinder arbeite, oder ist das noch keiner drauf gekommen? Oder geht das und ich weiß einfach nicht wo? Habt ihr nicht, gell? Hat noch nie einer nachgefragt? Weil das ist ja immer unterschiedlich. Du gehst ja immer unterschiedlich hoch. Und da mal einfach nur einen Knopf, wo du entscheidest, dass die gleichzeitig hochgehen, damit du immer direkt weißt, wenn du auf der linken Seite, du weißt ungefähr, das ist ganz unten, dann musst du jedes Mal auf beiden Seiten ganz runtergehen. Wenn du so einen Knopf hättest, wo das immer parallel ist, quasi wie bei diesem, wenn du Excel oder Word vergleichst, dass der einfach parallel runtergeht und parallel hochgeht, dann wäre das viel schneller. Du kannst zwar da auch anklicken und so, aber ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit. Wäre jetzt mein Wunsch, ja, wenn ich schon da sitze, dachte ich mal, komm ich dann mal. Jetzt habe ich gesehen, die Smooth-Möglichkeit habt ihr ja wirklich eingefügt. Die hatte ich noch, weil das, wie gesagt, ich habe die ja schon vorletzte Woche erstellt. Das heißt, da braucht man keinen externen Code mehr, finde ich sehr super. Wenn es klappt, muss man ausrüsten. Eure Cookie-Banner, sind die DSGVO-konform? Sind Sie sicher? Muss man nicht irgendwie eingeben, die Möglichkeit, dass du irgendwelche Änderungen eingeben musst? Ja, weil, dass die da sind, ist klar, aber ich bin immer der Meinung gewesen, du musst, wenn die DSGVO-konform sein sollen, musst du die Möglichkeit haben, jederzeit deine Änderungen nochmal umsetzen zu können. Und das kann man ja dann nicht. Du meinst, wenn du mehrere Dienste angeboten hast, ist genau, dass du entscheidest, ich will jetzt dann doch ein YouTube mehr zulassen. Und der Fingerprint heißt, du reicht nicht. Und Englisch meinst du? Nee, das meine ich. Das ist, deswegen, man muss, da muss man dann auch gucken, weil es ist nur mir aufgefallen. Dann gibt es halt, aber das gibt es jetzt wieder, haben wir eben gehört von Drittanbietern, dieses Load More, finde ich halt so eine coole Funktion, sofort einzubinden. Also da ist, wenn du News hast und dass du einfach draufklickst, jetzt wird noch mehr angezeigt, es wird noch mehr angezeigt. Und die, ich hatte halt noch im Vorfeld eine Mail bekommen, wo es halt sich auch einige gerade zum Thema Barrierefreiheit unterhalten haben. Deswegen danke nochmal für den Beitrag eben. Da müssen wir einfach mal gucken, wie weit LinkedIn auch, dass die Barrierefreiheit auch unterstützt. Also nicht nur, dass es auch gecheckt wird, sondern dass es halt insgesamt auch so gelesen werden kann von diesen Liedern und sonstigen Sachen, die es so gibt, weil wir halt auch eben kurz mal in dem Workshop das Thema hatten, Barrierefreiheit, und da gehört halt mehr dazu, als nur das Plugin auch barrierefrei zu stellen. Deswegen das einfach nur als Anregung, das man nochmal zu überprüfen. Und ich habe halt von vielen Kollegen gehört, die halt sich wünschen, das hatten wir ja schon vor Jahren mal beim Manager Day angesprochen, es ist halt manchmal so, dass viele zwar Englisch können, aber sich nicht so detailliert im Technischen ausdrücken können, um die Probleme
weiterzugehen. Und da wäre manchmal so wie so ein deutscher Teil, ein deutscher Support oder sowas hilfreich. Das waren so ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind. Habt ihr Features? Weil jetzt ist die Möglichkeit, wir sitzen hier. Das mit den Kategorien, was ich euch gestern erzählt habe, dass man kann ja in YouTube Vorlagen und da Templates anlegen, die heißen jetzt Vorlagen. Und wenn ich da die Hauptkategorie auswähle, möchte ich zum Beispiel die Option haben, dass diese Vorlage auch für die Unterkategorien gilt. Also dass sich das quasi vererbt. Und da gibt es ja diese drei Stadien, also dass man das mal umsetzt generell, das wäre nett. Wie nennt man das? Vorlagen vererbbar, genau. Ja. So, weitere Wünsche. Noch mehr Wünsche. Ja, warte mal. Habt ihr jemand anderes außer Profi? Ja, nochmal zum Thema Support. Also ich finde, der ist jetzt nur so mittelmäßig. Da wäre es eigentlich schön, wenn es irgendwie so eine Art Ticketsystem gibt oder sowas. Vielleicht, wenn man stellt da irgendwas rein, man möchte hier noch Englisch formulieren, dass man Bruder das da oder so. Da wäre irgendwie schön, wenn man noch ein Ticketsystem für die Leute, die eben da so Lizenz haben. Noch jemand? Ufo? Ah, Entschuldigung, warte mal, Ufo. Ich habe eine Frage, vielleicht gibt es das aber auch schon zum Thema Cookie-Banner, wenn ich YouTube-Videos einbinde. Weil es im Prinzip muss ich dann ja nochmal vorwarnen, irgendwie bist du sicher, irgendwie das so auf die Seite. Und ich glaube, das gibt es nicht, oder? Also für YouTube-Videos jetzt, also den Cookie-Banner, den gibt es ja, aber wenn ich jetzt sozusagen das dann nicht abfrage, dann ich habe es trotzdem auf der Seite. Da hätte ich einen Vorschlag, vielleicht könnte man ja euer Video-Element so umbauen, dass das halt eine Zwei-Klick-Lösung wird. Also das könnte man ja direkt einbauen in das Element. Ja, das wäre cool. Falls es, da noch als Anmerkung, weil wir das auch in dem Workshop vorher kurz besprochen hatten, falls es die Möglichkeit gibt und wenn dann ein Video einbindet, dass die Möglichkeit besteht, dass da kein Google Fonts abgerufen wird, weil das ist genau das, wo abgemalt wird. Weil es ja. Nein, ich sage dir nur, ob das möglich ist, weil ansonsten brauchst du es ja nachzufragen, weil dann ist momentan, hast du ein Datenschutzproblem, sobald du ein Video einbindest. Weil Google Fonts von YouTube runtergeladen wird. Nein. Das ist ja das Problem. Das hat mit dem Cookie-Banner nichts zu tun, sondern es wird ja in Google Fonts runtergeladen. Weil die Schrift wird ja, Gott sei Dank, bei euch runtergeladen auf dem Server, das ist ja nicht das Problem. Aber der YouTube-Video ist das Problem und genauso halt auf der Seite, das haben wir nämlich eben gesprochen, das möchte ich mal kurz wiederholen. Recapture ist ein Problem, YouTube-Video ist ein Problem und bei noch Analytics. Ja. Deswegen ist es halt so, deswegen, weil wir da gerade sagen, also wenn man da, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man verbietet, dass Google, wenn YouTube geladen wird, dass die automatisch Google-Fonds laden. Wenn es dann nicht gibt, ist es eigentlich nicht. Aber ich meine, ihr seid ja technisch, ihr müsst ja wissen, wie viel. Und die Zeitpick-Lösung, also die haben wir uns selber gebaut mit Shape by Helix. Dass, wenn man Cookies verweigert hat, also der Cookie-Status ist, dass man nicht alles erlaubt hat. Oder die Kategorie nicht erlaubt hat, dass halt wir einfach eine Art Screenshot da einbinden, wo man sieht, hier der Inhalt folgt und wenn man, dann kann man diese und diese Cookie-Kategorie freigeben. Mhm. Und das haben wir dann aber selber gemacht. Aber das wäre jetzt auch ein wichtiges Thema für uns, weil anders kann man nicht umstellen. Gut. Ja, also nur als Anmerkung, weil wir das auch haben. Hat noch jemand was an Ufo? Ich hätte gerne aussuchen. Nee, ist okay. So ein Endensammlung, wo man nach der Kunde sieht tatsächlich alles irgendwie in der dass man auch vielleicht sagt, das Layout ist festgeschrieben und gelockt und er kann nur Inhalte anpassen oder sowas in der Art, wenn man in die Richtung denkt. Weil viele Kunden zerstören dann, weil die halt alles können, und dann das wunderbare Layout. Das gefährliche halt ist. Aber da kann man halt nicht alles machen. Aber du kannst doch eigentlich, wenn du das geschickt aufbaust, dann kannst du doch, baust du dir deine Artikel so und nimmst einfach das ganz normale Joomla Frontend Editing und machst nur das Styling dann über deinen Bilder. Oder willst du den Leuten Zugriff auf Layout-Änderungen geben? Nein, Gott will das. Aber dann kriegst du es ja, wenn die Sourcen sind, dann kriegst du es ja nicht hin. Hat noch jemand aus dem UFO irgendwas? Heißt das nicht so auch? Nein, du machst das gut. Du machst das gut. Wie wir es besprochen haben. Ein White Labeling wäre ganz interessant. Was? Ein White Labeling, also das,
dann zum Beispiel sein eigenes Agenturlogo einpflanzen könnte für das Backend. So, noch jemand was? Ansonsten? Genau, ich habe was. Okay. Das will ich schon von Anfang an. Wenn man, man kann ja zum Beispiel deinen Content bei euch nutzen und es wäre schön, wenn man so einen geschweiften Klammern zum Beispiel sagen könnte, im Textbereich, ich will Titel haben, ich will Kategorie haben und so, in geschweiften kann man quasi im HTML-Bereich nochmal seine Sachen zusammenbauen, wenn du verstehst, ja? Nur dieses, dann aus dem Artikelkontext heraus alles an Daten halt mit einem geschweiften Code zur Verfügung stellen. Das wäre geil. Aber auch in ja, genau, zwei, drei Sachen kombinieren im Inputfeld. Also, dass man da im Mode sagt, ich habe da einen Titel und dahinter will ich die Kategorie haben und dann will ich noch das haben und dazwischen will ich die das wäre super. Weil jetzt muss man immer wieder neue Elemente bauen oder externe Elemente. Ich könnte dann halt ein Element nehmen und ins Textfeld eigentlich mein HTML reinpacken, bracketmäßig und dann eine schweife Klammer anfangen. Nein. Für viele Kunden wird es reichen. Meinst du das wie bei Zoom, oder? Bei den Formularen? Die jetzt auch noch mit dem Schweizer Klammer. Ja, oder? Das ist ja eigentlich bekannt. Okay. Gut, noch jemand? Okay. Aber beim Fit-Element finde ich es cool, wenn man noch einen Raum mit Filter zur Verfügung hätte. Wenn man zum Beispiel Custom-Fields hat und ich habe nur so dieses Fit-Element, dann bin ich immer sehr eingeschränkt. Also, wenn man da einfach ganz, also man kann es natürlich machen mit dem Override, aber wenn ich da einfach da sagen würde, ich möchte jetzt noch ein Feld dazu haben. Bei wo? Wobei? Beim Grid-Element. Ah. Oder ich würde sagen, da gibt es ein paar Party, ne? Für, ich glaube, 9 Euro oder so. Ja, aber. Mit dem wunderbaren Namen Flatsch. Ja. So, Kolleginnen und Kollegen von YouTube, macht ein Foto. Du. Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar die Tabellenfunktion in YouTube, die könnte ein bisschen umfangreich sein. Also ich habe für einen Kunden eine größere Tabelle erstellt mit mehreren Spalten. Das gestaltet sich bei YouTube ziemlich schwierig. Also ich habe es dann aufgegeben und habe es mit Rock Tables gemacht. Auch dafür hat will. Dafür sogar kosten. Können wir gleich mal an. Genau. Gut, ja, vielen Dank. Wie gesagt, das ist ein Workshop, darum geht es genau das, was man mal sagen muss. Was ist das eigentlich? YouTube was released this week and we have just defined possible YouTube next week. Next week. Okay. That's awesome. Yeah. It's no problem for them. It's German company. So, was ich gerne lernen möchte von euch ist, was ich nicht kapiere, vielleicht, wo kannst du mir da wirklich helfen, ist die Einstellung von Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nee, nicht wirklich. Das machen wir dann einfach einfach. Ja, genau. Dann die Menüerstellung in die kenne ich auch nicht. Achso, das ist ja die Menüerstellung ist die neue. Also das ist jetzt auch, weil ich halt jetzt auch erst rausgekommen ist, deswegen kann ich dir heute auch nicht zeigen, weil ich es nicht kann. Ich kann es zeigen, wie es aussieht, weil ich es runtergeladen habe, so wiederholt mal dann. Und da hat es mir aufgefallen, es gibt verschiedene Arten, wie man so Blogseiten aufbauen kann. Die eine, die ihr sagt, ich habe auch eigentlich eine ganz andere Art und Weise beim Vorgehen gehabt. Da können wir ja mal gucken. Das ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der irgendwelche Workarounds hat, weil er nicht genau wusste, wie es geht. Da können wir mal gucken, was ihr halt auch lernen möchtet. Ja, das wäre jetzt, wenn wir jetzt zusammensitzen. Einiges davon haben wir ja eben auch schon gehört. Aber vielleicht habt ihr ein konkret irgendwie ein Einstellungsproblem oder sowas, wo ihr sagt, also, wenn ich da irgendwie Bilder einbauen will oder sowas, geht das irgendwie einfacher oder gibt es dann die Quick-Möglichkeiten oder dynamische Content? Wenn ihr da noch Fragen habt, die wir auch noch mit aufnehmen sollen, was ihr jetzt noch gern wissen möchtet am Ende dieses Workshops, konkret, dann gucken wir einfach was. Gut, also was wir vorher eben gesagt haben.
So, Tipps kommen dann später. Da haben wir eben schon ein paar gehört, ich habe ein paar schon geholt. Ich habe jetzt eure Namen jetzt aufgeschrieben, das waren jetzt mal so einfach ein paar, die ich runtergeholt habe von der Webseite, aber da können wir nachher nochmal einfach auf die Seite gehen und einfach vielleicht ein paar Beispiele gucken, was es eigentlich für mittlerweile tolle dritte Third-Party-Ergänzungen gibt, weil das ist wirklich nochmal super. Jetzt wäre meine Frage, kann es sein, dass irgendwelche von diesen Drittparty-Ergänzung irgendwann mal übernommen werden von euch? Ist das irgendwann möglich oder habt ihr, sagt ihr, da gehen wir nicht ran, wenn das schon ein anderer macht? Nee, aber wir haben ja einen Abschlussplatten, der sich nicht auf die einbauen. Das bauen wir vieles ein, was wir nicht auf Produktion bauen wollen. Und wir gehen ja noch etwas, wenn wir dann lernen. Und wir sprechen uns nicht auf die Bilder. Und bei Paul Körben, mit der Puma, das ist ja alles kostenlos und wir wollen ja eigentlich nur so abrufen, weil wir können immer ein bisschen App-Tätig sind, die wir lassen, und wir jeder runterladen. Also ihr seid in engem Kontakt, das heißt die, die bei euch auf der Seite sind und diese anbieten? Ja, die beiden sind ja auch Anwender und von Paul Körben. Ja, okay. Andere können auch irgendwann da rein. Ein Feature-Request wird dann auch sehr schön, wenn man die direkt zum Beispiel im Page-Builder installieren könnte. Also wenn die kostenlos sind, also bei euch im Repo drin, dann kann ich drauf, dann habe ich es halt zusätzlich. Das wäre ja mal so ein Marktplace. Ja. Also von uns kann ja auf jeden Fall eine Google-Extension oder so eine Plugin, das kann man ja verbrauchen. Ja, und wenn es halt bei euch drin wäre, dann ist es ein Shop, dass man sagt, wir nehmen das und dies und jenes gleich nochmal integriert in das Backend. Weil das macht es ja auch. So, dann legen wir mal los. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, was so das Besondere ist, was auf der Webseite steht von Meeting. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass wir gerade jetzt mal auch denen, die jetzt überlegen, mit Meeting zu starten, die jetzt schon einen Eindruck davon bekommen haben, dass hier sehr motivierte Leute sitzen, die wirklich viel Spaß haben, mit dem Programm zu arbeiten. Aber es ist halt trotzdem, dass man auch mal ein paar Sachen sieht. Das ist jetzt zum Beispiel die Möglichkeit schon mal in den Bilder, was man alles eigentlich einsetzen kann aktuell. Wie halt zu dem, ja, dann wenn ich mal Core jetzt gehören und die ergänzt werden können durch halt Programmbilder. Das ist halt jetzt erstmal ein Überblick, damit er mal sieht, was es eigentlich schon alles gibt. Und dann kann man natürlich gleich gucken, wie sowas dann in der Realität aussieht. Und das sind halt auch die Möglichkeiten, wo ich gesagt habe, wo kann man überall dran drehen, also viele Möglichkeiten, das Aussehen zu verändern, Schriften, wie auch immer, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, Farben, und das macht man halt auch über den Style-Bereich. Natürlich kann man halt auch, wenn man Drittanbieter damit einfügt, dann kommen die natürlich, wenn die nochmal ergänzt, dann sieht er, dass da noch zusätzlich Fälle hinzukommen, wo man auch noch was drehen kann. So, dann gehen wir jetzt mal in die Praxis. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar, so, das ist die neueste Version. Und das Neueste, was halt jetzt quasi rausgekommen ist, ist halt jetzt, dass man, wenn man in die Menüs geht, ein Unternehmen findet. Und das ist halt genau das, was halt jetzt das große Neue ausmacht, so habe ich es verstanden. Aber genau, was man da alles machen kann und was ganz Tolles Neues jetzt bei der 3.03, wenn sie bis morgen 3.03 bleibt, wenn es um 0.04 rauskommt bis morgen, dann wird morgen ein Vortrag kommen, wo man nochmal genau mitgeteilt bekommt, was eigentlich als ganz neu da gekommen ist, weil da gibt es ja morgen, wie gesagt, Infos. Aber nur einfach hier schon mal als Spoiler, das ist halt die Möglichkeit, die man jetzt hat, dass man auch diesen Bereich hier, sag ich mal, dass man den halt auch selbst gestalten kann mit den Bildern. Ne? Das war schon eine tolle Idee. Und dann halt auch hier die Geschichte, dass man da auch nochmal so ein Feld hat, was quasi auch für die in Menü für das Smartphone größer, sag ich mal. Das kann man halt genauso auch mit Bildern. Ihr seht ja, da ist jetzt oben das Suchfeld und es geht halt weiter nach unten, da kann man auch Bilder einfügen. Und halt auch dann die Social Media Geschichten. Das finde ich jetzt eine wirklich tolle Idee, dass man da auch nochmal die Möglichkeit hat, Sachen runterzubringen, auch dass man auf die Newsletter sich einträgt und so Geschichten.
Finde ich gut. Finde ich auch immer ehrlich eine tolle Sache, dass man auf der YouTube-Seite diese Geschichten sich angucken kann, wie es denn wirklich aussieht und die auch runterladen kann und dann installiert. Und wenn man runterlädt, ist es alles noch in der 3er-Version. Und das geht wirklich relativ einfach zum Umsetzen, dass es auch dann in der 4er funktioniert. Also das ist wirklich, daran merkt man halt auch, dass es kein Problem ist, von einer 3er auf eine 4er zu gehen. Also Kinder. Und das Template ist trotzdem genauso, wie es vorher war. Das finde ich halt wirklich sehr gut. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt so mal, da gibt es halt noch viele andere Möglichkeiten, aber da bin ich jetzt nur, wie gesagt, wollte ich nur einen Spoiler für morgen. Die Idee ist halt, dass man einfach mal da reingeht und guckt sich das mal an. Und dann einfach sieht, was kann das Programm alles. Für den einen oder anderen, das würde ich mal kurz für die Einsteiger kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert. Wie man damit arbeitet. Es ist halt so, das Schöne daran ist halt, du hast eine überschaubare Fläche, du weißt genau, wo was steht, wenn du es mit der Zeit mal ein bisschen geübt hast und wenn du es hinterher mitmachst, dann wir haben hier die verschiedenen Kategorien und es gibt halt, man muss sich da mal ein bisschen reinarbeiten, aber mit der Zeit kriegt man es dann raus, dass man halt hier oben, was weiß ich, den Kopfbereich hat und überlegt sich dann, was möchte ich denn hier oben zum Beispiel für einen Header haben. Und da kann man sich dann zum Beispiel aussuchen, da gibt es schon viele Möglichkeiten, die man hat. Und kommen auch immer welche noch dazu. Mir ist nur aufgefallen, was es nicht gibt, ist, dass ich weiß auch nicht warum, aber es gibt kein Logo-Recht. Gibt es da einen Grund für? Naja, aber es ist hier nicht vorgesehen. Bei der Vorlage ist Logo-Recht nicht vorgesehen. Wollte ich nur mal so sagen, ist mir halt aufgefallen. Also Logo-Recht gibt es nicht. Könnte man aber überlegen, ob man das auch noch einführt. Aber ansonsten wird halt hier dieser lange Balken, der soll immer das Logo symbolisieren. Und da hat man halt die Möglichkeit, dann auch wirklich den Header schon vorher einzustellen, so wie es soll. Man kann natürlich immer noch dann mit CSS dann nochmal Veränderungen einsetzen, aber das ist halt das Schöne, dass man dann erstmal hier eine Vorgabe hat und kann auch quasi nachher dann in diesem Style-Bereich, der dann hier ist, dann die Veränderung machen, zum Beispiel, wie breit soll der Abstand zwischen den einzelnen Mittelpunkten sein oder welche Farbe, wenn ich drüber habe, soll es haben. Kommt jetzt der Teil, wo wir Agenturen eigentlich unser Geld verdienen. Wir wissen, wo man ungefähr hin muss. Das heißt, hier wäre jetzt, der muss zum Beispiel zu dem Machtbau gehen. Könnte jetzt hier anfangen, müsste gucken, wo es ist, und könnte dann da anfangen, die Farben zu ändern, die Hoverfarben, die solche Geschichten. Wenn man aber das generell sich erstmal am Anfang überlegt, wie soll denn überhaupt das ganze Design aussehen, das Layout, oder man hat auch so ein Style-Sheet, den man quasi von der Firma bekommen hat, so muss es aussehen, das sind die Farben, dann ist es natürlich manchmal auch ganz einfach, wenn man sich vorher hier auf diesen Haken klickt und dann wird eigentlich alles angezeigt, was man eigentlich so alles ändern kann. Hier oben sind wir halt auch mit der Top-Bars und allem. Das heißt, so sieht jetzt quasi das Basic Template aus, mit den Icons und so weiter. Und hier kann man alles sehen, so groß wäre ein Schrift, die Art von Schrift momentan. Das heißt, hier kriegt ihr erstmal einen Überblick, wie das Design eigentlich aussieht. Und da könnt ihr jetzt quasi, wenn ihr auf der rechten Seite wieder was ändert, dann wird es dann auch da direkt angezeigt. Das ist halt der große Vorteil, wenn man erstmal einen Überblick haben will von den einzelnen Button und so weiter. Auf der anderen Seite, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, ist es so, ich bin halt auch ein visueller Mensch und von daher, wenn ich hier was ändere und kann es direkt auf der rechten Seite sehen, macht es natürlich schon viel Sinn. Von daher arbeite ich gern auch so direkt dran. Nochmal folgendes, ich mal auf Vorschau nochmal und ich mal auf Akkord, das finde ich auch mal spontan kennen. Also Vorschau nochmal links, auf jeden Fall. Achso, ja. Dann zum Beispiel auf Akkord, also links wieder. Unter den Komponenten. Ah, unter den Komponenten. Einfach dann draufklicken auf Akkord. Ja. Dann kriegt man auch genug die Vorschau davon, also für Anhänger ist das super, wenn man ein einzelnes Element überarbeitet. Stimmt, das ist auch noch nicht das Ding. Gut. Ich habe Ihnen gezeigt bekommen, es ist die erste Dreiviertelstunde schon rum. Wenn ihr noch schnell was trinken wollt, dann könnt ihr euch mal gerade noch schnell was holen und dann machen wir weiter.